Hudson erzählt hat, was Dr. Clark in Kowloon preisgab. Hudson sagte, Clark sei verrückt. Paranoid. Von Zahlen besessen. Clark erschuf Nova 6, ein Nervengift, das den Körper in Sekundenschnelle zerstört. Kravchenko, die rechte Hand von Dragovic, führt in Vietnam Tests durch. Auch an eigenen Leuten. Ihm ist das gleich. Bokuto. Reisman erzählte es in Bokuto. Was hat er dir gesagt? Mason, hören Sie zu. Es ist schon eine ganze Zeit lang her. Dragovic, Kravchenko, Steiner, alle müssen sterben. Er berichtete, was sie getan hatten. Was das für Leute waren. Warum alle sterben mussten. Mein Vater war Musiker in Stalingrad. Während der deutschen Besetzung füllte der Klang seiner Geige die Luft mit wundervoller Musik. Korsakow, Stassow. Er spielte viele Werke unserer Komponisten. Für meine Landsleute war es ein Symbol der Hoffnung. Für die Deutschen ein Symbol des Widerstandes. Seine Musik verfolgt mich noch heute. Die Deutschen schnitten ihm eines Nachts die Kehle durch, während er schlief. Mit Deutschen zu kollaborieren ist Verrat. Verrat an ganz Russland. Dragovic und Kravchenko war das aber gleichgültig. Sie waren nur auf ihre eigenen Vorteile und Pläne bedacht. Es ist alles geladen. Sie warten. Viktor, es wird Zeit. Ja, Dimitri. Zeit, auch die letzten Reste des deutschen Militärs zu vernichten. Mirski, alles einpacken. Es geht los. Die Männer und ich hatten während der schlimmsten Winter an der Ostfront gekämpft. An Kälte waren wir gewöhnt. Aber auch heute noch gefriert mir das Blut in den Adern, wenn ich an diesen Tag zurückdenke. Weit. Weit weg von zu Hause. Ah, der Held von Berlin ehrt uns durch seine Gegenwart. Sind Sie das Kämpfen nicht leid, Reznov? Solange Mütterchen Russland Feinde hat, erhöre ich Ihren Ruf. Vergessen Sie die Rivalitäten, Kravchenko. Reznov wird tun, was man ihm befiehlt. Wir sind wegen eines Deutschen hier. Wegen eines ganz bestimmten. Dr. Friedrich Steiner. Der Mann hat uns seine Unterstützung angeboten. Ihm darf nichts geschehen. Missachten Sie den Befehl, sind Sie tot. Was ist in Stalingrad zwischen Ihnen und Dragovic vorgefallen? Als die Besetzung begann, ließen er und sein Schuss und Kravchenko meine Männer und mich in der Unterzahl zurück. Sie versprachen uns Verstärkung. Aber es kam keine. Dragovic und Kravchenko sind Opportunisten, Manipulatoren. Man kann ihnen nicht trauen, Dimitri. Dimitri Petrenko war einer der mutigsten Männer, die ich je gekannt habe. Von der Belagerung Stalingrads bis zum Untergang Berlins war er an meiner Seite. Für die Wunden, die er erlitt, um uns den Sieg zu sichern, hätte er in Russland als Held begrüßt werden sollen. Aber Stalin hatte keine Verwendung für Helden. Dem Deutschen darf nichts geschehen! Wir brauchen Steiner lebend! Bewegung! Alle beide! Gehen wir! Es ist schön, wieder an Ihrer Seite zu kämpfen. Ja, mein Freund. Für einen letzten Sieg.
Jeden Winkel des Lagers absuchen. Nur Steiner muss verschont werden. Hurra! Das dürfen Sie nicht! Wollen. Feuer auf dich! Erledigt! Faster! Eine Kolonne hier! Bitte! Sanitäter! Vorsicht! Da könnte noch mehr versteckt sein! Weiter, Freunde! Such den nächsten Bereich ab! Streckt alle nieder, die uns aufhalten wollen! Vorsicht! Da könnte noch mehr versteckt sein! Am Fenster! Gut gemacht! Sanitäter! Er ist nicht hier! Er muss näher beim Schiff sein! Feuer!
hier entlang, Dimitri! Wir müssen näher an Steiner ran. Er wird dort sein, wo sich alle Feiglinge verkriechen. So weit wie möglich vom Schlachtfeld entfernt. Ob wir nach dieser Mission wohl nach Hause können? Ich hoffe es, Dimitri! Ich hoffe es! Feuer! Bereithalten! Verdammten Ratten! Mörser greifen an! Zielen Sie nicht mit der Waffe auf mich, blöder Russe! Bringen Sie mich zu Dragovic! Als ich dem Deutschen in die Augen sah, sah ich, dass das Böse dort noch brannte. In diesem Moment sehnte ich mich danach, sein elendes Leben zu beenden. Aber ich war Soldat. Damals glaubte ich noch an Befehle. Reznov, bringen Sie Ihre Leute mit! Was ist hier denn so wichtig? General Dragovic will sich einen Namen machen. Er glaubt, dass in diesem Außenposten etwas ist, was für Russland von großem Wert ist. Dragovic und Steiner reden wie alte Freunde. Das gefällt mir nicht, Reznov. Wir müssen uns beeilen. Manche Deutsche würden die Zerstörung der Eroberung vorziehen. Sie haben mir versichert, es gibt keine Probleme. Ich kann nicht überall sein, General Dragovic. Die Soldaten haben geschworen, ihr Land bis zum letzten Atemzug zu verteidigen. Bewundernswert, aber sinnlos. Gravchenko! Bringen Sie das hier zu Ende. Reznov! Sie und Ihre Männer gehen fort! Ja, Sir! Petrenko! Nevsky! Belov! Vicharev! Wir rücken aus!
Erzählen Sie mir von Ihrer Mitarbeit am Projekt Giftiger Sturm, Steiner. 1943 erkannte unser Land, dass wir die Alliierten nicht mehr lange abwehren konnten. Wir begannen nach unkonventionelleren Lösungen zu suchen. Während des Kriegs konzentrierte sich meine Forschung auf chemische Waffen. Es war penible und frustrierende Arbeit gefragt. Doch schließlich entwickelten wir eine Waffe, deren Effektivität unsere kühnsten Träume übertraf. Die Waffe, die sich nun in diesem Schiff befindet. Nova 6. Vollkommen egal, wie effektiv Ihr Nova 6 ist. Sie mussten es irgendwie freisetzen. Mit V2 Langstreckenraketen, von diesem Außenposten aus gestartet. Die Ziele waren Kontrollzentren. Washington DC war unser erstes Ziel. Danach Moskau. Ehrgeizig und bewundernswert, Herr Steiner. Aber wir waren zu spät. Die Briten standen vor der Tür und ihre Bomber setzten das Schiff außer Gefecht. Es verfing sich im Eis. Wir retteten, was wir konnten. Aber es war zu spät. Deutschland hatte sich ergeben. Und über Berlin wehte die rote Fahne. Eine Sondereinheit hatte Befehle, das Schiff im Angriffsfalle zu zerstören. Offenbar haben sie versagt. Die Sprengladungen wurden niemals aktiviert. Das ist es. Reznov, öffnen Sie die Tür. Wir hatten gefunden, wonach wir suchten. Nova 6. Die deutsche Massenvernichtungswaffe gehörte jetzt Mütterchen Russland. So dachten wir jedenfalls. Aber unser Sieg währte nur kurz. Dragovic wollte die Wirkung des Giftes selbst sehen. Und es war eine Gelegenheit, einen tiefen Stachel zu ziehen. Ich wusste schon lange von ihrem Misstrauen, was sie für Männer waren. Ich hätte den Verrat voraussehen müssen. Dmitri Petrenko war ein Held. Er hätte einen Heldentod verdient. Aber statt sein Leben für das Mutterland zu geben, starb er für nichts. Wie ein Tier. Er hätte in Berlin fallen sollen. Als ich meinen besten Freund sterben sah, wurde mir klar, dass noch andere die deutschen Waffen suchten. Die westlichen Alliierten kreisten wie die Geier. Natürlich flohen Dragovic, Kravchenko und Steiner wie die Ratten und überließen mich den Briten. Britische Kommandos greifen unsere Stellungen an! Kämpf den Weg frei! Sanitäter! Sanitäter! Scharfes Auge! Da ist er! Der hat recht! Mann, verletzt! Ich hab verstanden! Ich mache die Sprengladungen scharf! Wir stürzen dieses Schiff in die Hölle. Niemand darf in den Besitz dieser schrecklichen Waffe gelangen. Scharfes Auge! Da ist er! Mehr Briten! Ich sehe ihn!
Bestätigt! Sanitäter! Los! Wir müssen runter vom Schiff! Die Tür ist versiegelt! Schieß auf die Stütze! Wir bringen den Portalkran zum Einsturz! Ja! Los, Freunde! Los! Das ist nicht unser Krieg! Gegen wen kämpfen wir dann? Gegen alle! Wir sind allein! Ja, verdammt! Wir sind runter vom Schiff! Da sind sie! Da sind sie! War ein Narr zu denken, dass die Bedrohung vorüber wäre. Erst als ich gefasst und nach Vorkuta verschleppt wurde, erfuhr ich von Dragovichs wahren Absichten. Er würde für Nova 6 sogar sterben. Mason, hören Sie. Uns rennt die Zeit davon, mein Freund. Werden Sie diese Waffe vernichten? Oder glauben Sie, dass Sie sie benutzen werden? Die Fahne ist eine andere, aber die Methoden sind identisch. Sie benutzen sie genauso wie mich. Entscheiden Sie sich. Entscheiden Sie sich, wofür Sie lieber kämpfen wollen. Dragovich, Kravchenko, Steiner. Diese Männer müssen sterben.